Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute drehe ich mal wieder ein kleines FMA vom Reiterpark. Tina wird mich begleiten, beziehungsweise Sandra ist auch dabei. Tina reitet Kuba, ich reite Chrissy und ich nehme euch ein bisschen mit. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg in den Stall, es ist 7:30 und ja, ich muss mich ein bisschen beeilen heute im Allgemeinen. Mein Auto muss noch in die Werkstatt, die Windschutzscheibe wird endlich neu gemacht und danach geht's dann noch mit meiner Mama nach Lübeck. Ich habe heute wieder spontan frei, was auch ganz schön ist. Wie man sieht, mein Kiefer tut immer noch ordentlich weh. Ja, genau. Also, ich nehme euch dann im Stall wieder mit. So, ich bin jetzt im Stall. Ich habe endlich meine Sachen von Aztec Diamond bekommen. Heißt die Cappy. Ach, mein Kinn sieht so furchtbar aus. Die Cappy und die Hose und die Socken. Davon mache ich aber nachher noch ein Bild. Ich werde jetzt erstmal den Anhänger aufmachen und sauber machen. Das habe ich nämlich beim letzten Mal nicht gemacht. Und dann werde ich meine beiden Pferde putzen, Sachen packen und losfahren. We were lovers on a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. A love was something they can never. Der muss unbedingt wieder gewaschen werden. Ich habe jetzt gerade nur mal so die eine Seite ausgespült, weil Chester richtig hingepinkelt hat. Und jetzt werde ich meine Sachen erstmal packen und dann die Pferde putzen. Ich habe jetzt alles gepackt. Und ich habe meine Stiefel geputzt und jetzt sagen wir den Pferden Hallo. Chrissy. Hi. Du hast ganz schön viel Stroh im Mund. Ja, ist ihm auch egal. Und zu Kubi. Kuba, wo bist denn du? Kubi. Nein, er hat keinen Bock auf mich. Man sieht ihn gar nicht. Kubi! Hi! Ah nein, was macht sie da? So, ich hole jetzt mal Chrissy raus und werde ihn einmal waschen. Der sieht nämlich aus wie Sau. Hast du Lust? Jetzt muss ich das hier irgendwie mit einer Hand hinbekommen. Wir haben ja Gott sei Dank warm Wasser. Also eigentlich findet er Duschen nämlich scheiße. Aber seitdem wir das warme Wasser haben, ist es echt kein Problem. Irgendwie sehe ich echt furchtbar aus. Naja. Jetzt gehen wir Kuba holen, ohne Halfter. Hi, Dre. Du hast ja schon wieder hier einen Saustall. So, ich werde ihn jetzt noch putzen und seine Box schnell mal machen. Und dann können wir nachher auch schon los.
Ich muss nämlich, glaube ich, noch tanken. Ich bin mir gar nicht sicher. So, da ist er. Chrissy. Kubi. Mit links kann ich das nicht. Ich werde jetzt die Pferde verladen, weil ich noch tanken muss. Ich bin jetzt zwar ein bisschen früh dran, aber ich bin ja immer überpünktlich. Von daher wollen wir den Herrn mal nehmen. Plus die zweite Hälfte dran, ne? So. Mit einer Hand ist das nicht alles andere als ein. So, komm her. Wir haben heute das Vergnügen, Chrissy. Ja, wir haben heute das Vergnügen. Upsi. Hier. Chrissy, was machst du da? Sag mal, heute reicht. Erstmal anbinden, das Viech. So. So. Chrissy, hallo. Holen wir mal Kuba. Boah, das sieht aber auch scheiße aus. Willst du mit? Hm? I'm all over you. Jedes Mal das Gleiche, als ob sie nicht nebeneinander in der Box stehen würden. So, Kubi, nein. Was machen wir? So, Jungs, seid ihr bereit? Boah. Man munkelt. So, Klappe noch zu. Alles mit. Jedes Mal die gleiche Sorge. So, dann wollen wir mal gucken. Chrissys Nase. Ein nur, bitte. Und Kubi. Fein. Und ich fahre jetzt los. Boxen habe ich gemacht. Ja. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe alles mit. Und ich werde jetzt noch mal tanken fahren. Habe ich auch keine Lust drauf. Wir sind jetzt einmal schnell tanken. Sagen einmal hallo, hallo. Na Kubi? Kubi. Sieht man was? Also mich sieht man schon mal. We got a gypsy heart. We'll be right back.
unsettled wings. Find the songs that you will sing on your path along the way. It could lead you back to me. And when you find a place you're looking for, maybe you will finally settle down. Girl, you got a gypsy heart. Girl, you got a gypsy heart. I still love your gypsy heart.
Es gab gar keinen richtigen Abschluss mehr. Ich sag einmal auf Wiedersehen und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Ich bin heute ein bisschen im Stress und deswegen haben wir jetzt zum Ende hin nichts mehr gedreht, aber es ist trotzdem genug Material entstanden und viel Spaß beim Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.